Hallo, grüß Gott. Ich bin der Heinz Klotzbücher und wurde vorgestellt als ehemaliger Fahrdienstleiter. Das war ich auch, 1964. Ist schon eine Weile her. Ich war 40 Jahre Eisenbahner, aber Fahrdienstleiter ist man einmal im Leben und dann ist man immer Fahrdienstleiter. Man weiß nämlich, um was es geht. Und jetzt, vor kurzem wurde ja bekannt, in Mainz hat nicht das Stellwerk gestreikt, es hat niemand gestreikt, sondern es war einfach zu wenig Personal da, zu wenig Fahrdienstleiter. Und siehe da, der Laden bricht zusammen. Aber nicht nur in Mainz, das kann jeden Tag an jedem anderen Großstadtbahnhof passieren. Dann wissen wir's. Wenn es in eine kleine Bauhäfle passiert, wissen wir es nicht, weil das wird dann nur ortsbekannt. Wenn da ein paar Busse fahren müssen, weil niemand da ist am Bahnhof, dann kriegen wir das nicht mit. Aber passieren tut das ständig. Nun, was muss denn eigentlich so ein Fahrdienstleiter wissen? Weil ich habe im Radio gehört von irgend so wieder einem Schlaule von Politiker, der gesagt hat, dann nehmen wir zwei in Frankfurt weg, die gehen wir geschwind nach Mainz, dann machen die dort weiter. Die haben einfach keine Ahnung. Schlicht und einfach, aber großer Busch. Was ein Fahrdienstleiter wissen muss, steht hier drin. Das ist die sogenannte Fahrdienstvorschrift. Das sind nur 550 Seiten. Man will jetzt in der neuen Ausbildung das in 3 Monaten den Menschen beibringen. In 3 Monaten kann man das Ding lesen. Ob man es noch begriffen hat, ist die zweite Frage. Es wird ständig gespart, natürlich überall. Im Personal bei der Deutschen Bahn wird ohne Ende gespart. Warum? Weil man Stuttgart 21 bauen muss. Ne? Deswegen haben wir kein Geld mehr für Ausbildung, für sinnvolle Sachen. Ich könnte Ihnen jetzt da ein bisschen was draus erzählen, was alles ein Fahrdienstleiter wissen muss. Ein Grundwissen, das steht hier drin. Aber damit ist er noch lange nicht fähig, irgendwo in einem Bahnhof eingesetzt zu werden, denn die Stellwerke sind alle unterschiedlich. Und wenn ich irgendwo eingesetzt werden soll als Fahrdienstleiter, dann muss ich zunächst mal das sogenannte Bahnhofsbuch durchlesen. Das heißt, ich muss die Örtlichkeiten dieses Bahnhofs kennen. Ich muss wissen, welche Einfahrmöglichkeiten habe ich, wie sind die Gleislängen, wie sind die Einfahrten, wie sind die Ausfahrten, wie sind die Weichen, was habe ich denn für Weichen, was habe ich, warte, ich gucke nochmal, was habe ich für Eingleisen, wie geht die Räumungsprüfung und, welche Fahrstraßen sind möglich, welche Umfahrstraßen, welche Signale habe ich denn, welche Durchrutschwege, welche Flankenschutzeinrichtungen, welche Fahrstraßenausschlüsse und. Sie sehen, die Sache ist sehr komplex. Deswegen ist es einfach nicht möglich, irgendwie einen Fahrdienstleiter von heute auf morgen irgendwo anders einzusetzen. Das muss man einfach wissen. Ausbildung kostet Geld. Und der Herr Metern hat 1999, als er zur Deutschen Bahn kam, als Vorstandsvorsitzender, wir erinnern uns noch an den Namen, gell? Dieser nette Mensch hat verfügt, 25% des gesamten Personals muss eingespart werden. Bei den Klasse 25% bei der Verwaltung, dann wäre es mal ganz gut, wenn der dicke Wasserkopf etwas kleiner würde. Aber nein, der hat alle gewohnt. Also alle, das gesamte Personal. Da kenne ich 2 Fälle, die einem zu denken geben. Einer in Frankfurt, ein lieber Bekannter, der hat dort eine Abteilung geleitet, die Dienstleistungen angeboten hat nach außen und nach innen und hat mit dieser Abteilung Geld verdient für die Deutsche Bahn. Und nach 3 Monaten hat man den Vorher XY hätte sie fleißig eingespart. Dort sagt man, neu, ich verdiene ja Geld. Er war als leitender Angestellter von heute auf morgen entlassen. Er hatte keinen Kündigungsschutz, entlassen, weil er die Vorstandsverfügung nicht durchgesetzt hat. Der zweite Fall ist in Ulm. Ein Betriebsleiter sollte auch 25% von seinen Fahrdienstleiter oder Betriebsbeamten einsparen. Auch der hat nach 3 Monaten gesagt, ich fahre auf dem Zahnfleisch. Ich kann nicht mehr einsparen. Dieser Mann wurde als Beamter nicht entlassen, sondern versetzt,
Er fuhr jeden Tag 170 Kilometer zu seiner neuen Dienststelle und wieder zurück abends. Das war der Dank dafür. Und ja, das ist der Fall. Und wahrscheinlich ein junges Kerl hier in der Reihe, so ein Newcomer, so ein Karrierebürschle, der hat es dann schon umgesetzt, vermutlich. Und das geht überall so. Und das ist nicht nur bei den Fahrtenschleitern so, es ist auch bei den Lokomotivführern so. Und heutzutage werden die Lokführer nur noch auf einer Lok ausgebildet oder im Regioverkehr. Da lernen sie zwei Lokomotiven kennen. Früher hatten wir die Lokführer, die wir ausgebildet haben. Ich war lange Zeit auch noch Lehrer an der Bundesbahnschule in Kornwestheim. Da hatten wir auch viele Lokführer auszubilden. Wenn die fertig waren mit ihrer Grundausbildung, dann hatten sie die E10, die 110 konnten sie dann fahren. Aber natürlich, das ist schon nur eine Lok. Man hat sie auf allen möglichen E-Loks ausgebildet, um flexibel zu sein, um sie auch überall einsetzen zu können. Das war sehr, sehr vernünftig. Allerdings kostet Ausbildung Geld. Und wenn ich das Geld nicht habe, weil ich es für Stuttgart 21 brauche, dann hat man es nicht. Ne? Und dann macht man nur dummes Zeugs. Und deswegen. Es ist nicht nur das Personal, das hinten und vorne fehlt bei der Bahn. Die Infrastruktur ist marode. Es fehlen Fahrzeuge, neue Fahrzeuge. Wer soll es bezahlen? Ich weiß es nicht, der Steuerzahler. Der Herr Ramsauer gibt kein Geld mehr her, der hat ja auch nichts. Das Land Baden-Württemberg will auch nicht zahlen. Die Bahn, ich verspreche Ihnen, die Bahn kann das gar nicht. Stuttgart 21 stirbt, da bin ich sicher. Und hoffentlich bald, dass dieser Schwachsinn ein Ende hat. Danke für die Aufmerksamkeit. Oben bleiben. Ganz herzlichen Dank, Hans Klotzbücher.